So, ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück zu Factorio. So, ich habe das jetzt mal überprüft hier. Es geht einmal hier komplett außenrum. Wunderbar, so wie ich das haben wollte. So, und ich habe viele Tipps bekommen, von denen ich wahrscheinlich schon die Hälfte wieder vergessen habe. Und zwar wäre es, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn ich die Außenmauern mit... Also unter anderem mit Lasergeschütztürmen und Flammenwerfergeschütztürmen bestücke. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das am blödsten mache. Wo habe ich denn angefangen, die Dings zu bauen? Ach, wenn ich das immer wüsste, gell? Ich vergesse es immer. Ich glaube, hier unten habe ich gebaut die Lasergeschütztürme. Oder? Ja. Okay, dann bauen wir doch hier auch die Flammenwerfergeschütztürme. Wir brauchen Motoreinheit, die haben wir da. Stahlträger haben wir auch. Eisenzahnrad und Rohr kriegen wir alles durch Eisen. Und das können wir uns einfach hier zusammenbasteln. Oh, was ist los? Da oben wurde was zerstört. Da basteln wir uns doch einfach hier ein paar von den Eisendinger nehmen wir uns einfach weg. So, das müssten die doch jetzt. Ach nee, das können die jetzt nicht machen, weil ich ja nichts auf Lager habe davon. Und reparieren tun sie es nicht, weil. Doch, da kommt einer und repariert es. Es geht nur ein bisschen länger. Okay. Gut, er ist dahin geflogen. Und der auch. Gut, es gab auch einen Tipp, genau mit L kann ich in mein Logistiknetzwerk gucken. Netz 1, das ist alles, oder wie? Netz 2, aha. Was ist Netz 1 und was ist Netz 2? Oh, hier habe ich sogar einen Flammenwerfergeschützturm drin. Baue ich die schon irgendwo? Glaube ich nicht, oder? Glaube ich nicht, dass ich die schon irgendwo baue. Wäre ja peinlich. Habe ich vergessen. Dazu bräuchte man ja diese Dinger. Und hier sieht es nicht so danach aus, dass ich die baue. Das geht hier runter. Und die gehen hier rüber. Blablabla. Und gehen nur dahin, ne? Ja. Okay. Nee, die baue ich noch nicht. Also gut, wir haben hier alles, was wir brauchen. Wie viel haben wir denn davon schon? Oh, schon ziemlich viel. Weil für die Lasergeschütztürme bräuchte ich wahrscheinlich erstmal einen Kernreaktor. Okay, das hätten wir alles am Start. Aber bin ich doch gleich voll, ne? Ja, das war so klar. So, pass mal auf. Das hier kann weg. Den Stein, den hauen wir hier dazu. Gar nicht, warum ich den überhaupt hier drin habe. Die Kohle, wir hier reinhauen. Nee, geht nicht. Ah ja. Loslassen. Ah, da kommt die Kohle einfach auch weg. So. Wir brauchen noch ziemlich viel Eisen. So, 1000. Ach, wenn die alle hier. Nee, geht weg. So geil, wie sie abhauen dann.
1000 Eisen. Für einen. Den müsste ich echt mein Inventar mal leer machen. Wahrscheinlich ist es besser. Ja, holt mir mal das Zeug hier ab. Aber das liegt ja eh schon hier drin. Wir könnten noch das hier wegmachen, oder? Fünf Stück. Aber die kann ich nicht bauen, weil ich keinen Platz habe. Ach, hier haben wir auch noch so Zeug, was wir nicht brauchen. So. So. Das reicht noch nicht, ne? Nein. Ach, 500 erweiterte Schaltkreise. Ah, das geht ja dann ewig. Dafür braucht er das. Wie viel habe ich denn? Wie viel, hier, pass mal auf. Ich weiß, auch ein Tipp war, dass ich die nicht so kreuz und quer stellen soll. Es geht sonst länger alles, aber hey, ist mir jetzt gerade Wurst. Die brauche ich auch nicht so viele. Ich nehme mal 50 mit. Und pass mal auf, wenn ich die hier reinstelle. So, ich mache jetzt mal hier. Ja, weißt du was? So, und nimm mal 50 hier mit. Genauso wie mit den Mauern. Flammenwerfergeschützturm. Wieso habe ich denn da einen? Ich kapiere es nicht. Habe ich den einfach mal gebaut, um zu gucken, was der braucht, glaube ich. Kann das sein? Naja. So, ich guck mal, ob ich 500 von den Schaltkreisen zusammen irgendwo krieg. Hier sind ja einige, die hier rumfahren. Will ich jetzt aber so nicht aufnehmen, will ich lieber da aufnehmen. Wie viel waren das jetzt? 180. Yeah. Entschuldigung, ich muss hier mal ein paar Schaltkreise aufnehmen. So, jetzt noch Stahlträger und Kupferplatten. Ich meine, ich baue jetzt mal einen, aber ich brauche eigentlich im Grunde nachher vier, dass das erstmal läuft. So, Kupferplatten 3000. Nee, hä? Da steht aber 500. Da nehmen wir mal 500, ne? Keine 3000. So, wir bauen einen Kernreaktor. So, mit dem ist aber nichts zu getan. Wir brauchen erst noch die Zentrifuge. Fällt mir da gerade so ein. Das ist ja mal das Erste. Und das kann ich ja auf jeden Fall schon mal machen. Weil da werden. Ups, falscher Knopf. Wird ja das Uran gespalten. Eisenserrat, Stahlträger. Immer noch Stahl, Stahl, Stahl. Und noch 100 Eisenzahnräder. Ja, das kriegen wir hin. Ba, 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 da, Eisenzahnräder. Ich find euch toll. Wo seid ihr? Wo gibt's euch? Hier gibt's welche. Rohre brauchen wir auch, ne, für irgendwas. Darf ich mal, darf ich mal, darf ich mal? So, wir wollen mal eine Zentrifuge. Das ist zwar Quatsch, weil wir nachher viel, viel mehr brauchen, aber da kann ich hier unten nämlich schon mal anfangen, die das zu zentrifugieren. So, und dann bauen wir hier noch zwei Stahlkisten draus. Hier unten sind wir. Bada, 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 bam. Warum habe ich das nochmal gemacht? Keine Ahnung. Wir lassen es so.
Manche Sachen weiß ich einfach nicht mehr. Keine Ahnung, warum habe ich das gebaut? Weiß nicht. So. Zentrifuge, Zentrifuge, Zentrifuge. So. Ja, du kannst einfach hier mal anfangen, ne? Ist ja eigentlich egal. Halt, nee, wir brauchen zwei davon. Danke. Und einen. Ach, komm schon. Ist das ätzend. Ja, weißt du was? Kann ich einen normalen bauen? Ich kann einen normalen bauen. Das bringt mir aber nichts, weil. Ich glaube, der ist sogar schneller, ne? Ach, Mann. Ich habe jetzt auch kein Eisen in der Logistik, ne? Ups. Doch, ich habe Eisenplatten hier drin. Das heißt, ich könnte jetzt einfach sagen, gucken, wie lange das geht. Hier, bring mir mal Eisenplatten von mir aus 100 Stück. Da oben ist was los. Da gehe ich mal hin. Da ist was los. Ja, wir müssen uns unbedingt um die Verteidigung kümmern. Ja, ich muss mich die nächsten Folgen nur mit der Verteidigung beschäftigen. Die werden hier immer böser. Verfügbarkeit 0 auf dem Weg 36. Okay. Aber die reparieren das hier. Und die bringen auch wieder Nachschub, wenn hier was kaputt gegangen ist. Das ist doch schon mal beruhigend, dass man weiß, dass die wieder neue Sachen bringen, dass hier was geschieht. So, die sind alle auf dem Weg. Und hier kommt noch ein Geschützturm angeflogen. Ja, wir müssen hier dringend erweitern. Die dicken Viecher, gegen die kommen wir so nicht an. So, hier kommen meine Eisenplatten. Her zu mir. So, dann kann ich nämlich, was wollte ich jetzt bauen? Einen davon. Genau. So, mehr brauche ich dann auch nicht. Die könnte mir ja noch bringen, ist in Ordnung. Okay. Dann starten wir doch mal mit der Uranspaltung. Genau, ich teile den jetzt auf und mache da so filternde Knickarme, damit da alles rauskommt, was raus muss, was raus soll, was raus darf. Der Druck hier ist noch in Ordnung. Es reicht aus, auf jeden Fall. Also, du haust hier rein und dann haust du einmal hier und einmal hier. So, und hier bitte Quatsch. Das hier. Und hier bitte das andere Uran. So. Achso, ich muss dir ja noch sagen, dass du bitte Uran verarbeiten sollst. So, der braucht immer 10. Okay. Und die Chance ist natürlich relativ gering, dass da ein gescheites Uran rauskommt. Deswegen habe ich das jetzt erstmal so gemacht. Der soll jetzt erstmal laufen. Normal macht man das auch mit mehr, viel, viel mehreren. Aber wenn ich das habe und kann ich nochmal eine Zentrifuge theoretisch hinten dran bauen, die dann die Aufbereitung macht. Das läuft dann relativ automatisch. Schauen wir dann gleich, sobald das hier fertig ist, nämlich. So, ich will jetzt die Flammenwerfergeschütze produzieren. So. Ist denn das so schwierig? Hier war doch alles da, ne? Und ich wollte hier, genau, das war's. Ich wollte hier nochmal abzweigen. Dann kann man nämlich da nochmal von dem bisschen hier
Eisenplatten bauen, oder? Macht das Sinn? Wie viel brauchen wir denn davon? Ah, schon viel, ne? Für die Rohre, für die Eisenzahnräder. Ja, wenn nicht, dann hole ich mir die halt von hier drüben. Von der Hauptleitung. Ich muss ja eh an den Stahl. Dann kann ich mir die auch von da holen, oder? Ich direkt hier abzweigen lasse, hier hoch und dann da lang. Wir probieren's. Also hier ab. Hier rum. Dann davon. So. Ah. Ups. Bitte so rum. Irgendwas falsch gebaut hier. So. Du folgst jetzt einfach mal dem Stahl. Kommt da was? Da kommt was, da kommt was. Und zwar bis. Hierhin. So. So, hierhin will ich das Zeug haben. Mach mal fünf davon. Einen muss ich hier gleich mal einsetzen. Das geht. Das geht, Junge. So. Also Eisen haben wir schon mal da. Wobei es wäre vielleicht fast sinnvoller, weil wir ja da auch Stahl für brauchen, ne? Wenn ich denn das Eisen direkt hier hinlegen. Völliger Blödsinn. Wir brauchen nämlich doch, wir machen es so, aber tauschen dich mal eben aus. Cool, so kann auch eine Montagemaschine 1 das machen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Du machst erstmal Eisenzahnräder. So. Wobei, die hätte ich gerne da auf die andere Seite raus. Das heißt, hier rein. Und hier raus. So. Eisenzahnräder. Wo ist das so lange? Komisch. Auch das sieht komisch aus, ne? Keine Ahnung. So, Eisenzahnräder und wir brauchen dasselbe dann nochmal für Rohre. Und das machen wir auf der anderen Seite. Lustig, wie wir sind. Machen wir das genau. So. Und sagen hier raus. Und hier rein. Rohre, Rohre, Rohre. So. Bisschen. So, dann haben wir nämlich schon mal das und das. Die Motoreinheit holen wir uns da unten und die Stahlträger auch. Wobei die Stahlträger echt schon knapp werden. Wir brauchen mehr Stahl. Oder wir holen sie uns von hier. So, das heißt, wir haben hier eine Fabrik. Wo hier Zeug ankommt. Und zwar, wenn ich das jetzt so mache, wo setzt er die dann drauf?
Auf die Seite. Ah ja, perfekt. Das ist doch super, weil dann machen wir hier noch einen filternden Knickarm und setzen das gerade auf die andere Seite und schon haben wir dann alle vier Sachen hier parat, die wir brauchen, wenn hier mal was langkommt. Da wird hier oben halt nichts mehr ankommen, groß, gell? Nee, wir brauchen mehr Stahl. Ich sehe schon. Machen wir gleich. Motoreinheit, du. So. Also, einmal dich hier rein. So. Einmal dich hier rein. Und dann hier raus. Und die Stahlkiste hier hin. So. Du machst das hier bitte. Na? Haben wir doch alles da, oder? Immer das Doppelte. Ja, nur der Stahl nicht. Okay, wir brauchen mehr Stahl. Wir brauchen mehr Stahl und darum kümmern wir uns beim nächsten Mal, ne? Macht's gut, Leute. Bis dann.